Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA WM 2018 WM Magazin, hier exklusiv auf Sport & Games TV. Heute hat sie endlich begonnen, die große Vorrunde auf die K.O.-Runde der FIFA WM 2018, aber vor der K.O.-Runde gibt es wie immer natürlich auch den letzten entscheidenden dritten Spieltag. Und am dritten Spieltag, am letzten Vorrundenspieltag, ist es ja immer so, dass gleich beide zwei Gruppen am einem Tag stattfinden, damit es schneller geht. Heute zum Beispiel fand die Gruppe bei alle Spiele der Gruppe A statt und alle Spiele der Gruppe B. Also gab es insgesamt heute vier Spiele und die werden jetzt auch aufgearbeitet hier bei den Zahlen und Fakten beim FIFA WM 2018 WM Magazin auf Sport & Games TV. Wir fangen an mit dem ersten Spiel, beziehungsweise die Spiele fanden immer parallel statt zueinander in den Gruppen. Zum Beispiel Gruppe A immer parallel zum anderen Gruppe A Spiel und Gruppe B dann immer parallel zum anderen Gruppe B Spiel, genauso wie mit C, D, E, F, G, H. Immer so weiter. So, und im ersten Spiel des dritten Spieltags der Gruppe A gab es die Partie Uruguay gegen Russland. Und das hat Russland überraschend souverän verloren. Und zwar hat Uruguay das Ganze gegen Russland gewonnen, wie man sehen kann, mit 3:0. Also sehr souveräner Sieg, war ein bisschen überraschend, weil die Russen ja so stark waren in den letzten zwei Gruppenspielen. Aber war so. Schauen wir uns doch mal die Torschützen an, danach die Zahlen und Fakten. Erst die Torschützen. Das 1:0 für Uruguay fällt in der 10. Minute durch einen Hammerfreistoß von Luis Suarez. 2:0 in der 23. Minute durch ein Eigentor von Denis Shevchev oder so ähnlich. 23. Minute, also 2:0 für Uruguay. Das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Und in der zweiten Halbzeit, dann in der Schlussphase, in der 90. Minute dann noch Edison Cavani mit dem 3:0 Endstand. Jetzt widmen wir uns auch dort natürlich wie immer mit den Zahlen und Fakten. Eins steht fest, Uruguay ist Gruppensieger. Das sollte nicht passieren. Warum kann man nicht sehen? Das sollte auch nicht passieren. Wir haben kurz irgendwie technische Schwierigkeiten. Ah, jetzt geht's wieder. Oder ja, genau. So, also, wo waren wir bei den Zahlen und Fakten? Achso, ja. Uruguay ist Gruppensieger. Sorry für diese kleine technische Problempanne. Das passiert sonst nicht. So, Russland ist qualifiziert sich als Zweiter der Gruppe fürs Achtelfinale und spielt dann im Achtelfinale am Sonntag gegen Spanien, den Weltmeister von 2010. So, das Achtelfinale findet statt ab Samstag. Da bin ich im Urlaub in Italien, aber ich werde trotzdem WM-Magazine senden aus Italien übrigens dann. Mit iPad über Handy werde ich das dann machen. Aber es gibt auch dann natürlich FIFA WM 2018 WM-Magazine. Hier exklusiv auf Sport & Games TV. So, das Achtelfinale ist ab Samstag. Also, wie gesagt, Uruguay ist übrigens ja als Gruppensieger qualifiziert. Wie ich ja eben schon sagte. So, dann gab es die zweite Partie im dritten Spieltag der Gruppe A. Die Partie ist Saudi-Arabien gegen Ägypten. Beide hatten nichts mehr zu verlieren, weil sie beide nämlich sowieso schon raus waren. Es ging halt theoretisch nur noch um den dritten Platz. Und das hat Saudi-Arabien wirklich überraschend gewonnen gegen Ägypten und Mohamed Salah. Und zwar das Ganze mit 2:1. Der Halbzeitstand war übrigens 1:1. Wie immer schauen wir uns auch dort mal die Torschützen an. Also das 1:0 fiel für Ägypten in der 22. Minute durch Mohamed Salah, den Stürmer vom FC Liverpool, traf zum 1:0 für Ägypten. Diese Führung hielt so gut 22 Minuten, denn Salman Al-Farai mit dem 1:1 Ausgleichstreffer in der 45. Minute und Salim Al-Dawarani traf in der 90. Minute in allerletzter Sekunde zum 2:1 Sieg für Saudi-Arabien. Ja, unter der Tabelle zeigt es sich jetzt so, dass Saudi-Arabien auf dem dritten Platz war und Ägypten peinlicherweise auf dem vierten Platz, also auf dem letzten. Schauen wir uns dort mal wie immer die Zahlen und Fakten an. Saudi-Arabien ist ausgeschieden und natürlich auch Ägypten ist ausgeschieden. Saudi-Arabien ist auf dem dritten Platz und Ägypten auf dem letzten Platz. Der letzte Platz ist ja dementsprechend dann auf Platz 4. So, das war also die Gruppe, das waren also alle Spiele der Gruppe A bei dieser FIFA WM 2018. War eine schöne Gruppe. Man dachte erst, es wäre die torreichste war, aber dann doch nicht so. Es schien erst so, dass das die torreichste Gruppe war, aber ist dann doch nicht so gewesen.
So, weiter geht's mit der Gruppe B. Da gab es ja auch heute die letzten Spiele der Gruppe. Und dann ging es los, eben, was gerade zu Ende gegangen ist, mit bei der FIFA-WM 2018. Spanien gegen Marokko. Überraschend ist das Ergebnis 2:2 ausgegangen. Marokko führte in der Schlussphase noch, aber ein Tor wurde dann für Spanien durch den Videobeweis anerkannt. So, jetzt habe ich es wieder. Und dann endete das Spiel also zwischen Spanien und Marokko 2:2. Hier kann ich euch keine Torschützen nennen, weil meine Grafik noch nicht da war. Beziehungsweise die Grafik war noch nicht da. Aber so geht's ja auch. So, da haben wir früher Zeit, um uns mit den Zahlen und Fakten zu beschäftigen. Peinliche Darstellung war das Ganze von Spanien. Spanien 2:2 gegen Marokko. Spanien Weltmeister 2010 vor 8 Jahren. Den WM-Titel geholt in Südafrika. Also das muss man sich schon denken, dass das ein bisschen unrealistisch ist. Wenn das jetzt immer getippt hätte, dann hätte ich den für doof erklärt. Muss ich sagen. So, jetzt schauen wir uns den nächsten Schritt der Zahlen und Fakten an, nämlich Spanien als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert. Das war dann wirklich nur die Fair-Play-Regel am Ende, punktgleich, Tore gleich. Und dann war es eben die Fair-Play-Regel, die da, beziehungsweise nicht die Fair-Play-Regel, sondern die Tore. Spanien hatte das bessere Torverhältnis. Deswegen ist Spanien als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert und spielt dann, wie gesagt, am Sonntag im Achtelfinale gegen Gastgeber, WM-Gastgeber Russland. So, Marokko am Ende mit 4 Punkten auf Platz 3 und der Iran, wie gesagt, was ich jetzt hier nicht aufgelistet habe, auf dem letzten Platz der Gruppe auf Platz 4. Das ist ja der letzte Platz. So, dann gab es auch das zweite Spiel des zweiten Spieltages der Gruppe B, dritten Spieltages der Gruppe B, also das letzte Spiel in dieser Gruppe B, was ja parallel stattfand. Das war die Partie, nicht die Partie. Das war die Partie Iran gegen den Europameister von 2016 mit Cristiano Ronaldo, Portugal. Das Spiel endete auch überraschend mit 1:1. Also Iran hat sich da wirklich dann noch einen Punkt definitiv erkämpft. Ja, auch das war natürlich wieder eine Überraschung, dass das 1:1 ausgegangen ist. Ich meine, heftig ist es ja schon irgendwie, ne? Ja, eins möchte ich noch sagen, bevor ich die Torschützen vorlese. Hierbei. Ach nee, das sage ich erst am Ende. So, gucken wir uns das Ganze mal der FIFA-WM 2018 an. Iran gegen Portugal, beide trennen sich also 1:1. Das, was ich eben sagen wollte, sage ich gleich am Ende. Also 1:1, Torschützen. Portugal geht in der 45. Minute in Führung durch Ricardo Quaresma. Und in der 90. Minute auch in allerletzten Sekunde in der Nachspielzeit ein Elfmeter. Karim Ansarfaht mit dem 1:1 Ausgleichstreffer für den Iran. Und das war also dann auch der Endstand. Schauen wir uns auch dort wie immer die Zahlen und Fakten an. Portugal beendet die Gruppenphase als Gruppenzweiter. Iran am Ende auf dem vierten Platz der Gruppe. Das Achtelfinale beginnt ab Samstag. Und Marokko war wie gesagt auf Platz 3, was ich ja eben schon gesagt habe. So, ah ja, hier haben wir es. FIFA-WM 2018. Bevor ich das vorlese, möchte ich noch das sagen, was ich hier noch sagen wollte. Nämlich geht jetzt jedes FIFA-WM 2018 WM-Magazin, davon gibt es in den Highlights des dritten Spieltags, also mit allen Spielen der allen Gruppen, mit allen letzten Spielen, mit dem, also, so, ich habe gerade einen Texthänger. So, alle Gruppen haben ja den letzten Spieltag jetzt. Und da gibt es ja jeden Tag 2 Gruppen, die gesagt werden, und 4 Spiele. Und dazu gibt es jetzt jeden Tag, also das sind dann 4 Tage, bei der FIFA-WM 2018 hier bei Sport and Games TV ein etwas längeres als 10-minütiges WM-Magazin. Sonst werden sie dann mehr so bei 7, 8, 9 Minuten liegen. Jetzt immer länger als, ein bisschen länger als 10 Minuten, weil wir halt 4 Spiele haben und ein bisschen mehr also Redebedarf in den nächsten Tagen haben bei unserem WM-Magazin hier bei Sport and Games TV. So, und jetzt kann ich das mal vorlesen. FIFA-WM 2018. Zu WM gibt es täglich um ca. 23 Uhr bei der WM ein WM-Magazin mit Zahlen und Fakten. Hier bei uns auf Sport and Games TV. Bitte macht gerne einen Daumen nach hoch und abonniert gerne den Kanal Sport and Games TV. So, ach ja, und viele würden sich ja freuen, wenn Sport and Games TV einen Instagram-Account hätte. Wie gesagt, das ist eine Arbeit. Wir überlegen noch, ob wir das machen. Und wenn wir das machen, könnt ihr uns auch gerne dann abonnieren. Wir werden euch dann rechtzeitig Bescheid sagen, wann der Kanal denn existiert. Und dann werden wir euch das vorher hier noch im FIFA WM 2018 WM-Magazin dann mal sagen. So, und natürlich bei
Sport und Games TV gibt es auch was ganz Besonderes, nämlich wird mein Kollege, der ebenfalls Sport und Games TV leitet, ihr kennt ihn unter dem Namen Sierzocker, er leitet den Gaming-Teil hier von Sport und Games TV und wir haben nämlich was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich hat er Urlaub diesen Sommer in ein paar Tagen in München und geht dann auch in die Münchner Allianz Arena und auch an die Säbener Straße und wird das vielleicht hier für Sport und Games TV mal ein bisschen verfilmt festhalten. Ob das stattfinden wird, das wissen wir aber noch nicht. Aber wäre ja eigentlich schon ganz cool. Ganz genau. So, und ich, wie gesagt, in Italien mache trotzdem die FIFA WM 2018 WM-Magazine für euch. Das Ganze wie immer exklusiv hier bei uns bei Sport and Games TV. So, von mir soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder mit dem letzten Spieltag aus der Gruppenphase der Gruppe C und Gruppe D. Bei der FIFA WM 2018. Ich kann ja noch die Spiele vorlesen, die es morgen gibt. Nämlich gibt es zum Beispiel in der Gruppe C beide Duelle von Dänemark gegen Frankreich und Australien gegen Peru in Sochi und Moskau. Das Ganze findet dann um 16 Uhr statt, beide Partien. Und in der Gruppe D am Abend dann um 20 Uhr beide Partien. Island gegen Kroatien in Rostov und St. Petersburg dann am Abend. Und die gleiche Zeit noch die Partie ums wirkliche Endspiel, ums Achtelfinale Nigeria gegen Argentinien. Argentinien hat nämlich nach 2 Spielen nur einen Punkt und da so geht es jetzt also für Argentinien und Nigeria theoretisch um alles. So, ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder hier bei uns bei Sport & Games TV zum nächsten FIFA WM 2018 WM Highlight Magazin. So, ich sage tschüss, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ciao.